es geht dann weiter und was ist hier oben los? Was muss ich da hören? Professor Abbey, bleibt keine Wahl. Jetzt rücken Sie schon mit den Forschungsarbeiten aus. Flau, versteht sich. Für fehlerhaftes Verhalten müssen sonst leider diese Personen hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Oh, Niklas, wie schön dich zu sehen. Wie geht's deinem Pokédex? Oh, wie ist echt der Dream Orden der Arena von Erzringer? Aber hatte ich dir dein erstes Pokémon nicht gerade erst gegeben? Das Leben für als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor, alle Pokémon machen sie es uns doch nicht so schwer. Es geht hier ums Geschäft, versteht sie das? Unsere Arbeit. Was ich damit sagen will, gehen sie auf unsere Forderung ein. Ruhe! Alle miteinander! Wieso muss ich mir nur mit euch abgeben? Zunächst solltet ihr euch einmal eine Lektion für Zukunft und eignen. Erstens, Bandungel einfach nicht so an offenen Plätzen herum. Zweitens, unterbrecht andere nicht mitten in ihrem Gespräch. Das ist unhöflich. Wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird man nicht einfach frech. Das ist richtig und das ist meine Antwort. Und viertens, nur weil ihr in dieser Krippe seid, seid ihr nicht die Stärkeren. Und fünftens, was habt ihr da nur für einen scheiß Fummel an? Das ist ja schmacklos und ekelhaft. Das ist total hässlich, dieser Latex oder nein. Harry und sowas nennen sich Erwachsene. Diese scheiße Erwachsene, die haben aber keine Ahnung, was sie reden. Kinder, wachs bloß nicht zu solchen kleinen nächsten Flammen heran. Natürlich mussten sie unter die Gurtellinie gehen. Also wenn man gar kein Gurt hat, aber egal. Jetzt wurde aus einer Gesellschaft, einer geschäftlichen Angelegenheit, eine persönliche. Und wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es nach bereuen, Team Galactic beleidigt zu haben. Kinder, bitte bringt diese Rollingen etwas. Rollingen? Der meint jetzt wie CD-Rollingen? Etwas anscheinbar. Nikolas, lass uns zusammen kämpfen. Ja, yeah, ein Epic Doppel Battle geil gegen Team Galactic. Ach ja, ich finde immer das Thema was neu. Der mit Team Rocket angefangen als Team, das die Weltherrschaft übernehmen will. Dann gab's in Team Magma und Team Aqua, die mit Hilfe der globalen Erwärmung, sage ich mal so, versucht haben, die Weltherrschaft zu übernehmen, mit Hilfe von legendären Pokémon. Was aber auch nicht wirklich geklappt hat, weil die Protagonisten immer wieder dazwischen gefunkt haben und cool dann am Ende selber gefangen haben. Und dann gab es halt hier in Diamant, Perl und Platin das Team Galactic, was auch versucht,
keine Ahnung, Welt noch sehen. Und dann halt das Plasma in Schwarz und Weiß. Ich bin gespannt, welches Team es in Pokémon X und Y geben wird. Ich bin so eigentlich schon gespannt auf die Pokémon X und Y. Da es ist was Neues und oh. Panflam, los, Panflam. Auf den Chan. Und es ist weg. Ich glaube, Panflam entwickelt sich sogar mit Level 14. Das ist nicht so. Team Galactica und ist das Wahnsinn? Das wird so nicht sein. Ich glaube, mein anderer Computer ist auch einmal. weiß ich auch nicht wieso. Weil getappt die alle wohl dann ist. Jetzt hauen die einfach ab, die Idioten. So, eine Bahn Team Galactic haben sie sich genannt, richtig? Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Ich denke aber, dass diese mystische Kraft liegt weit außerhalb unserer Kontrolle. Team Galactic erinnert sich, es möchte gerne als Energie natürlich einsetzen. Ah! 9000 aller Pokémon auf die eine oder Weise mit der Entwicklung zu tun haben. Kann sein. Gefahr ausgebannt, entspannt euch. Dabei, dank euch konnte dieser unsere Schaffung. Vielen Dank. Übrigens hat mich ein Kampf des Kunst dabei geschlossen. Ich musste einen Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt einfach nur so runter ratter. Ich muss jetzt nicht jeden Dialog mitbilden. Oh, das war wirklich klasse, wirklich sehr gut, exzellent. Oh, Entschuldigung, ich bin von Jubisch auf die Form. Ich habe etwas für dich, eine Belohnung dafür, dass ich mir diese Wahnsinnskampf ansehen durfte. Wozu brauche ich einen Modekoffer? Wozu bitte? Wirst du hinreißen, was es war, so ein geschmackvolle Kulisse. Vielleicht, ich glaube, den Modekoffer braucht man für den Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob ich den Wettbewerb mal kurz reingucken werde, aber nur kurz. Um zu sehen, wie es da geht, weil der Wettbewerb wurde ja ab Rubin, Saphir und Smaragd hinzugefügt. Ja, Diamant und Perl wurde weitergeführt, wurde noch Rast hinzugefügt. Aber ja, das sehen wir dann bei einem anderen Part in Zukunft. In ferner Zukunft. Also in ein paar Minuten. Schwächlich wirkender Griller. Was soll das denn bitte halten? Sehe ich wirklich so schwach aus? Das ist wirklich, also ich habe wirklich keinen Kreis. Und das ist natürlich kacke mit dem Scheinungs. Teil, Typ Nachteil, da ist nicht der Blackpunkt, zum Beispiel Flug, Giftflug. Fand ich auch interessant, dass es Flug bloß, also der Typ Flug nur in Kombination mit einem anderen Typ bisher gab. Was dann ab Schwarz und Weiß Tornados, glaube ich, oder Boreas? Ne, Boreas ist dann. Ich glaube, die englische Variante war Tornados, aber Boreas Typ Flug. Also es hat keinen anderen Typ, sondern nur Typ Flug. Weil ja, sonst gab es ja bloß Normalflug, Elektroflug, Eisflug, Dracheflug, Elektroflug, Bodenflug? Gab es Bodenflug?
Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Ich werde dich mit einem Kabadur besiegen, das wird... Wirklich ein Kabadur! Du bist lustig. Wirklich. Kabadur. Mit einem... Kabadur. Wow. Platscher. Wohl mächtigste Attacke der Erde. Platscher. Nichts geschieht. Ja, Platscher wirkt nur bei speziellen Pokémon. Wie zum Beispiel. Ja. Platscher ist die effektivste Attacke. Trifft jedes Pokémon. In den Lachzustand. Mal, dass mein Vater gegeben hat. Ja, du nur würdest ein besseres verlangen sollen. Als ein Kappadur. Wirklich, ein Kappadur. Wirklich, wie dumm muss man sein? Ja, also man würde vorher in Folgen jetzt würde man sagen, es ist ein Baby-Pokémon, weil es ist ein Pokémon, das vor einem Pokémon einer anderen Mission kam. Erschien. Das ist halt die Vorentwicklung von Roselia. Und in dieser Edition, also in dieser vierten Generation, wurde noch eine Erweiterung von Roselia, Roserade, hinzugefügt. Die aber nicht wirklich mächtige Attacken hat. Vielleicht werde ich diesem LP noch einen Pflanzen-Pokémon hinzufügen. War kein Knospi Schrägstrich Roselia Schrägstrich Roserade. Dann lieber doch was anderes. Vielleicht ein. Ach, wie ist das? Dieses Pokémon, was Eis und Pflanze ist. Vielleicht, ich weiß nicht. Oder halt anderes. Oh, ist stark. Gut erraten. Aber in der Lage sein, die Hindernisse auf dem Weg zu räumen. Echt? Verwüsteter Fahrt. Mein Gott. Eine Höhle. Will hat einen Trank gefunden. Dieser. Da ist alles an. Und. Um das, also ich finde, das Zertrümmerer erinnert eher einer Explosion als dem Zertrümmern eines Steines. Zieht sich so verschiedene Arten von Pokémon auf, wenn du nur Pokémon hältst, du bist jetzt nicht wirklich. Genau. Was heißt das? Was ist das für ein Trainer, der sich von Duft der Blumen anlocken lässt? Keine Ahnung. Ein Trainer, der... Zara. Klingt fast, als ob die Reiter einen Sprachfehler hätten, aber nein, ich rede jetzt nicht über Sprachfehler. Ich hab nichts mit Sprachfehler. Jeder Mensch hat seine Eigenarten und Dinge, die er hat und besitzt. Besonders gestalten. Ja, das ist auch gut so, weil sonst wäre es ja denn, sonst wäre ja fast jeder Mensch gleich. Das wäre langweilig. Ja, ich würde aber kein Pokémon. Bei dem Pokémon macht es sogar Sinn, dass es nass machen kann, weil es ihn schützt ja vor Feuer und nicht wieder Wasser. Und was habe ich in dem vorigen Part schon erwähnt? Dass das Nassmacher-Dings eigentlich eine total liebe
überflüssig und sinnlos. Ja, zum Beispiel ein Level 13. Versucht bis zu lernen. Bis, geil. Welcher Tag hat man denn mit bis, einmal Blutsauger. Nee, nimm nicht mit hier doch nur Superschall. Mein Superschall benutze ich eigentlich so gut wie fast gar nicht. Wenn es reden könnte. Weil laut der Pokémon-Serie erzählen die Pokémon ja immer nur den Namen. Die ganze Zeit immer nur Pikachu. Pika, Pika, Pika. Die müssen immer nur Kikuli, Kikuli. Ja, das ist ja nämlich immer mehr die Stimme von Goldini. Goldini, Goldini, Goldini. Da war man noch jung und naiv. Ich weiß nicht, wer Eltern immer noch naiv. Ekelsam. Ach man, ich hätte mal besser aufpassen und nicht bloß erzählen und erzählen und erzählen. Und ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es hat noch ca. 1-2 KP. Das ist doch mal. Man geht doch mal. Das Kikuli sieht irgendwas wie eine Kirsche. Ich weiß nicht, ob es eine sauer oder süß Kirsche ist mit Beinen. Mit Beinen natürlich. Natürlich hat es Beine. Meine Kirschen haben ja auch Beine. Also, mutierte Kirschen. Mutierte Kirschen. Ja. Ich hoffe, wir finden das dann bei der nächsten Aufgabe. Finden bei der nächsten Aufnahme ein paar sinnvollere Themen als mutierte Kirschen. Ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Pokémon Platin hier auf die Fresh LP. Ciao und tschüss.